Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem Video zum Thema Zekvir. Das Ganze hatte ich bereits schon mal aufgenommen, allerdings muss ich es jetzt nochmal machen. Denn Blizzard ist mir dazwischen gekommen mit einem Hotfix. Zekvir wurde zum Teil ordentlich genervt. Und zwar insofern, dass die Gesundheit des Bosses reduziert wurde, dass die Ads, die spawnen, nicht mehr so häufig kommen und länger Zeit brauchen zum Schlüpfen und so weiter und so fort. Der Boss wurde um ein Vielfaches vereinfacht auf beiden Schwierigkeitsstufen. Eigentlich hatte ich hier ein Video hochgeladen, wo wir den vor dem Hotfix gelegt hatten. Also der Hotfix ging live am 27. oder 26. Hier seht ihr den Beweis. Wir hatten den Boss noch gelegt am 25. In diesem Video zeige ich nochmal A, dass es möglich ist, den Dude solo zu legen. Und worauf wir hinaus wollen, ist, warum es Sinn macht, ihn tatsächlich auch mehrmals solo zu legen, wenn ihr dazu in der Lage seid. Das Ganze hat nämlich ein paar Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind. Unter anderem wäre das nämlich, dass er ein paar Tapferkeitssteine droppt und auch Wappen. Aber wie gesagt, das sehen wir uns alles gleich an. Der Dude hat jetzt 80 Millionen live. Ich glaube, pre-Nerf waren es um die 90 Millionen. Irgendwie sowas in dem Dreh. Man muss jetzt allerdings auch dazu sagen, ich habe ziemlich gutes Gear inzwischen mit Item Level 619. Also der, wie sagt man, normale Part hiervon, der ist wahrscheinlich für mich jetzt schon gar nicht mal mehr so schwierig. Aber ja, warten wir mal, gucken wir mal, wie es läuft. Hier dieses schlüpfende Ei ist auf jeden Fall sehr viel einfacher geworden. Wie ihr seht, fast 20 Sekunden der Timer. Das waren vorher 10, etwas über 10, also wirklich nicht viel. Und auch die Cast-Zeit von seinem Debuff, den er da eben rausgehauen hat, auch der kommt nicht mehr ganz so oft im Fight, wie das vorher der Fall war, weil Blizzard hat da geschrieben, sie wollten das anpassen an die verschiedenen Klassen, dass wenn du nicht so oft kicken kannst, dass das dann auch nicht so oft gecastet wird. Finde ich es an und für sich eine gute Idee. Mit Brand als Heiler hatte ich das Ganze sogar pre-Nerf geschafft, auch rechtzeitig zu kicken. Und dann, er dispellt es dir halt manchmal auch selber runter. Von daher war das jetzt nicht so das Problem. Aber ja, ihr seht's. Zekvir haben wir jetzt auf 30% den Dude. Ich muss mir auch wirklich, der macht auch viel, viel weniger Schaden tatsächlich. Um Eigenheilung oder sonstiges muss ich mir kaum noch Gedanken machen. Jetzt kommt nochmal dieser Spucke-Debuff, den mir Bran direkt wieder runternimmt. Und dann ist der Boss auch schon unter 10%, hat noch 8 Mille live. Und nein, ich wurde gefeiert, das war nicht gut. Zum Glück läuft er aus dem Dingsi-Bumsi raus. Und nein, wir killen das Ei jetzt nicht mehr. Fuck drauf. Wir haben nämlich jetzt Cooldowns. Die ziehen wir hier rein. Und scheppern den Boss dann mit einer Convoke um. Und easy peasy ist die Sache erledigt. 2 Minuten hat mich der Fight jetzt gekostet. Und damit kommen wir zum Part. Der ist solo gut machbar. Kommen wir zum Part, warum es sich lohnt, den Solo zu legen. Auch wenn ihr es mehrmals könnt. Zum einen 25 Tapferkeitssteine in 2 Minuten ist eine gute Quote. Zum anderen, wäre ich nicht am Cap, gibt ihr dir 2 runenverzierte Vorbotenwappen bei jedem Kill. Auch das sind die Dinger, die es normal aus dem HC-Raid gibt und aus den 4+8 Dungeons. Die sind richtig, richtig wertvoll. Vor allem, wenn ihr nicht in diese Dungeons reinkommt. Deswegen gönnt euch. Und zu guter Letzt, wofür ihr sehr, sehr stark ist, der Dude zählt tatsächlich hier in die Tiefen mit rein. Ich habe diese Woche 2 Tiefen auf Stufe 8 gelegt und mehrmals Zekvir gelegt. Und er erfüllt euch dann hier einfach, also wenn ihr 8-mal Zekvir legt, bekommt ihr 8 Weltbelohnungen in der Vault auf Stufe 8. Auch allein dafür, das ist dann in 20 Minuten erledigt, lohnt sich, wie ich finde,
extremst. Also, probiert das Ganze gerne mal aus. Der Boss ist jetzt wesentlich einfacher. Es lohnt sich, ihn zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tipp ein bisschen helfen. Auf meinem Zweitkanal mache ich das Video jetzt auch mal nur mal als Tipp, wie man den Boss besiegt. Oder als kleinen Walkthrough oder damit ihr es mal gesehen habt. Damit danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video und reingehauen.